Hey Leute, Neostrix hier und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Apodia. Heute geht's endlich an die XP-Farm, deswegen gar nicht lang schnacken, direkt rein in die Folge starten. Ja Leute, wie ihr es schon sehen könnt, ich habe ein bisschen Enchanted wieder an der Rüstung, allerdings nicht besonders viel. Das Einzige, was fertig ist, ist die Hose. Ja okay, es würde noch Swift Sneak fehlen, ansonsten Hose ist fertig, der Rest eher so, naja, ist noch ausbaufähig, aber wir brauchen jetzt erstmal die XP-Farm. Okay, Axt ist noch ganz gut, aber ich glaube, die hatte ich in der letzten Folge auch schon gezeigt. Ich habe Offcam gefarmt und zwar... Einmal die Materialien zum Teil für die Farm. Puderschnee bräuchte ich eigentlich nur 4, glaube ich. Dann fehlen natürlich jetzt noch die Minecarts und noch ein paar andere Sachen, die hier noch nicht drin sind. Zum Beispiel Glas und die Baublöcke. Naja, Baublöcke haben wir hier ja genug. Deep Slate oder Cobblestone ist ja egal. Ich brauche auf jeden Fall 9 Stacks Glas, das weiß ich noch. Und ihr seht, ich habe mich nützlich gemacht und eine komplette normale Kiste voll mit Magma-Blöcken gefarmt. Das werden später unsere Spawnflächen. Jetzt fehlt allerdings noch eine wichtige Sache. Und das sind zum einen Schneebälle. Die bräuchte ich noch. Die hätte ich eigentlich mit dem Pulverschnee mitnehmen können. Muss ich dann aber später mal machen. Und mir fehlt noch ein Nametag. Ich habe bisher noch keinen gefunden beim Spawner oder so. Jetzt muss ich mal eben schauen, dass ich hier... Genau, der Librarian, der hat ja die Möglichkeit, mir das Zeug zu verkaufen. Jetzt muss ich den mal eben so weit hochleveln. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Multishot gar nicht mal schlecht. Bücher würde der kaufen. Ja, ich muss erstmal schauen, dass ich den hochgehandelt bekomme. Ihr seht, die Fletcher hier, die haben auf jeden Fall richtig Bock. Ich kümmere mich jetzt erstmal um die restlichen Materialien und bevor ich gehe, ich habe auch noch ausgerechnet, wie viel Eisen ich brauche für die Minecarts. Ich brauche 3x25 Minecarts, heißt ich brauche 75 Minecarts insgesamt und pro Minecart brauche ich 5 Eisen und ich habe ausgerechnet ungefähr 6 Stacks Eisen, habe ich ja schon hier von der Eisenfarm. Und wie ihr seht, ich habe nochmal ein bisschen geupgradet und zwar ist hier jetzt ein Daylight Night Sensor mit einem Weg nach draußen, damit die in der Nacht eben keine Angst haben oder wenn es dunkel ist, weil das muss ich resetten. Ich habe überlegt, vielleicht hier noch eine Glock einzubauen, die einfach nachts angeht, dass nur nachts eben sich die Falltür immer auf und zu klappt, damit die Villager dann ab und zu ins Bett gehen können, weil dann spawnen auch die Golems. Ich kümmere mich jetzt um die restlichen Materialien, heißt, ich hole erstmal Schnee ran, weil ich könnte ja einen Schneegolem bauen für eine Schneefarm, dass ich dann genug Schneebälle habe, um den Stuff eben zu machen für das Alarmschwein zum Abschmeißen. Aber das seht ihr dann alles, wenn es gebaut wird. Denn ich brauche ja neben dem Nametag und dem Schnee für die Schneebälle, gut, ich könnte auch Hühnereier nehmen, aber die nehme ich nicht so gerne, weil dann könnten beim Alarmschwein dann immer Hühner drin sein. Das mag ich nicht so, deswegen Schnee besser. Und ich brauche noch auf jeden Fall ein paar Enderperlen. Ich muss nämlich über die Netherdecke. Das heißt, ich brauche auch TNT, Gunpowder ebenfalls. Und das heißt, ich muss jetzt erstmal farmen gehen. Erinnert ihr euch noch an diesen Ort hier, Leute? Ja, ich bin zurückgekehrt in die Mobhölle, um hier jetzt, ja, Sand zu farmen. Denn ich wollte nicht alles bei mir in der Umgebung wegfarmen und hier ist ja ohnehin eine große Wüste. Und von daher kann ich mich ja jetzt hier dran machen. Und hier sind Creeper. Die brauche ich. Ich brauche Gunpowder für TNT. So Leute, Sand wäre schon mal erledigt. Ich habe ein bisschen Bonus-Sand mitgenommen. Ich werfe jetzt erstmal hier die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9 Stacks rein. Die, ja, ein und ein bisschen behalte ich erstmal. Vielleicht brauche ich noch was. Ich habe auch noch ein paar Magma-Blöcke zusätzlich mitgenommen. Jetzt ist, also ja, ihr seht auch schon, ja okay, Sand brauche ich ja für TNT. Ich habe in der Nacht jetzt in der Wüste 5 Gunpowder gekriegt. Ja, ist ein bisschen kläglich, aber das wird noch mehr. Das werdet ihr schon sehen, Leute. So, Leute, hier ist noch ein Typ mit 3 Zack. Ich habe zwar schon einen, aber der ist irgendwie ein ganz komischer. Schaut euch den mal an, was mit ihm abgeht. Der hat irgendwie ganz komische Moves drauf. Ja, mal eben wieder hier Luft holen. Der hat auch mein Boot zerstört. Ja, der hat aber nichts gedroppt. Schade. So, Leute, es hat ein bisschen gedauert. Ich habe jetzt ein zweites
zweiten Kollegen hier gemacht, einen zweiten Librarian. Der hat erstmal keinen Trade als erstes gehabt für ein cooles Buch. Ich brauchte eigentlich nur den Zombifizierten, das ist der allererste Wüstenvillager, den ich geheilt habe. Und mit denen habe ich dann Bookshelves gekauft, damit ich plus minus null rauskomme, seht ihr gleich. Aber das Coole ist, der bietet jetzt Smite 4 an. Fürs Schwert kriege ich vielleicht auch durch den Enchantment Table, aber naja, haben wir jetzt auf jeden Fall. Und der Kollege hier, den habe ich jetzt hochgehandelt. Hier seht ihr 4 Bücher, ein Emerald. Und hier gibt ja ein Bücherregal irgendwie 3 Bücher oder so. Naja, ich habe ein bisschen Verlust gemacht an Emeralds, aber jetzt habe ich den hochgetradet und kann mir Name Tags holen. Und ein bisschen Glas habe ich mir auch geholt. Auf jeden Fall sehr gut. Der bietet leider nur Frostwalker an und Multishot ist ganz cool, aber für Armbrust halt nur. Wäre cool, wenn er Protection oder so anbieten würde. Naja, auf jeden Fall seht ihr auch, ich habe genau eine Enderperle im Inventar. Leider, das ist ein bisschen doof. Ich werde wahrscheinlich jetzt nochmal in, sagen wir mal, den, wie heißt das Ding nochmal? Warped Forest, genau. In den Warped Forest werde ich jetzt nochmal gehen. Da sind ein paar mehr Endermen. So Leute, ich habe jetzt mal noch 3 Enderperlen zusammengefarmt gekriegt. Naja, ich war hier hinten, wenn wir mal auf der Karte gucken, bei dem Biom hier, bei dem Warped Forest. War sehr klein, deswegen sehr wenige Enderman. Ich wollte jetzt nicht noch hier rüber mich irgendwie bauen. Deswegen hoffe ich mal, dass es mit den 4 Stück reicht. Ich meine, First Try sollte ja gehen. Jetzt gucken wir erstmal, dass ich hier irgendwie... Ja, könnte der schon sein. Gucken wir mal. F3 ist 128. Wunderbar. Direkt einen gefunden. Optimal, dann gehen wir jetzt mal hoch und ich merke mir die Koordinate, was haben wir hier? Minus 44, minus 569, schreibe ich mir einmal auf oder flüstere ich mir mal eben. So, das ist minus 45 und minus 570. Dann hätten wir das und dann werde ich jetzt einmal durch das Zeug hier durchgehen. Und da ist schon eine Farm. Schade. Dann werde ich aber trotzdem mal hier das Obsidian platzieren und einmal das Zeug hier hin platzieren. Geht ja recht einfach, wie ihr sehen könnt. Ist nicht besonders viel, was ihr da machen müsst. Also geht recht flott. Wir haben jetzt 3 Versuche mit dem TNT. Jetzt muss ich einmal Controls und ich gehe einmal auf die Keybinds und den Rechtsklick machen wir dann einmal auf X. Der ist noch mehr oder weniger frei, ja. Dann kann ich hier... Nee, warum geht das jetzt nicht? Wahrscheinlich, weil der schon besetzt ist. Bestimmt irgendwie, ja, hier von dem Kreativzeug einmal resetten. Wenn wir jetzt X drücken, geht's. Sehr gut. Dann muss ich jetzt einmal hier... Boah, das ist jetzt... Ist lange her, dass ich das gemacht habe. Einmal... Ja, das war Fail. Warum hat sich die Falltür nicht umgeklappt? 2 TNT verschwendet. Okay, ich baue den einmal ab. Wie wär's, wenn ich hier einmal... Ich probiere jetzt erstmal aus, wenn ich hier Netherrack draufsetze. Oder ich nehme besser mal Cobblestone. Jetzt setze ich hier einmal einen Hebel dran und einmal die Trapdoor. Die müsste sich jetzt... Warum... Ach so, jetzt klappt die sich um. Das heißt, wenn ich jetzt Power... Okay, das ist ein bisschen kritisch jetzt. Ich hoffe mal, ich schaffe das. Sonst muss ich mit meinem Rest-Obsidian, was ich dabei habe, ein Notfallportal bauen. Das nervt jetzt. Oder was noch besser ist, ich gehe schon mal hier drunter und mache jetzt hier X. Dann einmal hier rüber krabbeln und X gedrückt halten. So, hat funktioniert. Wunderbar. Obsidian, nee Quatsch, Bedrock ist entfernt. Dann kann die Farm kommen. Ich müsste aber mal schauen, dass wir hier nicht irgendwie Probleme bekommen, weil da hinten eine ist. Sonst gehe ich nochmal ein bisschen in die Richtung. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass hier schon eine Farm steht. So, ich würde sagen, das würde, wenn wir so 150 Blöcke nochmal Abstand nehmen, dann ist das fast aus der Render Distance raus. Da hinten ist ganz weit entfernt das Loch. Mache ich hier mal das Teil drauf, dass hier erstmal nichts spawnt. Kann und das wäre, glaube ich, genug Abstand. Also selbst wenn ich jetzt hier, ja, wenn ich die Render Distance runterstelle, dann sehe ich das schon nicht mehr. Ich habe ja jetzt auf 32 Maximum mit der Iris Shader Mod und zusammen mit der Bobby Mod sollte das eigentlich passen und da hinten wird dann
das Teil gleich aufgebaut. Und jetzt crafte ich mir auch mal meine erste Ender-Chest, damit ich hier mal meine wertvollen Sachen in Sicherheit bringen kann. Ich habe jetzt genug Ender-Perlen erstmal. Ich würde das Teil mal... wo kann ich das hinstellen? Ja, okay, jetzt hat es sich sowieso erledigt. Ohne Silk Touch bin ich jetzt erstmal geliefert. Jetzt steht das Ding mir im Weg, weil ich mich verklickt habe. Na super. Naja, dann packe ich jetzt erstmal hier die ganzen wertvollen Sachen rein. So Leute, ich würde jetzt einmal sagen, ich bringe einmal die Baumaterialien in den Nether und dann geht's auch schon an den Farmbau, weil nicht mehr wirklich viel noch fehlt. Die letzten Materialien werde ich dann mal ab und zu zusammensuchen und ich würde auch gleichzeitig dann mal sagen, geht's in die erste Timelapse und damit viel Spaß.
So Leute, seit dem Timelapse oder seit der Timelapse ist ein bisschen was passiert. Ich habe nochmal Bücher gefarmt und so weiter. Wie ihr noch am Ende gesehen habt, habe ich nochmal eine Enchanting-Station in die Goldfarm integriert. Und als ich das Leder gefarmt habe, gestern war das, habe ich mich erstmal gewundert. Ich war ja die meiste Zeit im Nether. Kaum jemand ist auf dem Server gewesen. Deswegen waren die Chunks hier meistens nicht geladen. Und als ich dann in der Base war, um eben das Leder zu holen und die Bücherregale, habe ich mich gewundert, als ich dann aus meiner Base gekommen bin und dann hier auf dem Wasser waren ganz viele Kühe und Schafe, habe ich mich gewundert, weil es hatte auch gewittert eine Nacht vorher. Wie kommt das? Bin ich hier rüber und die Zauntore waren offen. Ich dachte eigentlich, Blitz wäre eingeschlagen und die Zäune wären abgebrannt, aber nein. Irgendjemand hat hier die Zäune geöffnet. Ich weiß nicht, sollte wahrscheinlich ein kleines Späßchen sein. Hat mich allerdings nur Zeit gekostet, dass ich die wieder einfangen musste. Allerdings ist das nicht das Einzige, was passiert ist, denn wenn wir jetzt mal in mein Inventar schauen, werdet ihr gleich was Cooles zu sehen bekommen, denn ich habe jetzt die Rüstung komplett fertig enchantet. Ihr seht, nichts mehr kaputt und mein alter Helm, der ist hier drinne, denn ich habe einen besseren Helm bekommen direkt. Ich habe den enchantet und sofort war alles drauf, außer Mending. Habe ich nur noch Mending draufgepackt, fertig. Für die Chestplate, da hatte ich eine, die habe ich dann mit Protection 4 enchantet. Zweite habe ich dann bekommen mit nochmal Enchanten mit Unbreaking 3 und Protection. Habe ich dann zusammen gemacht auf dem Amboss, Mending drauf, fertig. Hose war schon ready und bei den Schuhen war es so ähnlich. Ich brauchte glaube ich 3 Paar Schuhe, die habe ich einfach vom Rüstungskollegen hier unten gekauft. Den musste ich auch nochmal hochleveln und ich habe noch einen zusätzlichen Fletcher gemacht, damit ich hier einmal komplett den Stuff eben von ihm kaufen kann. Da ist er. Den habe ich noch hochgeleveln levelt und dann habe ich mir von ihm immer den Stuff geholt, weil ihr wisst ja, Diamanten habe ich nicht besonders viele im Moment. Ich glaube 3 Stück noch in meiner Ender-Chest. Naja, auf jeden Fall, die Rüstung ist soweit fertig. Da könnte ich jetzt schon komplett mit Netherite drüber gehen. Bei den Werkzeugen sieht es noch nicht so rosig aus, aber das erzähle ich euch auf dem Weg zur Goldfarm. So, ich würde sagen, wir gehen mal direkt los. Da ist das gute Stück. Ihr habt es ja schon in der Timelapse gesehen. Ihr habt ja wahrscheinlich gemerkt, dass das Mittelstück, was ich noch gebaut habe, nicht in der Timelapse zu sehen war, sondern das war sofort fertig. Lag einfach daran, das Mittelstück ist ein bisschen stressiger zu bauen. Da sieht man nicht so krass den Progress, wenn ich da eine Timelapse von aufnehme im Vergleich zu den Außenplattformen. Da hat man ja wirklich gesehen, schwupps, die werden alle gefüllt und so weiter. Ach ja, stimmt. Und ihr habt wahrscheinlich auch gemerkt, dass da zwischendrin immer so kleine Cuts waren. Ich musste nämlich noch zusätzlich Magma-Blöcke farmen, denn die eine Doppelkiste hat natürlich nicht gereicht. Da habe ich mich maßlos verkalkuliert. Ich glaube, am Ende brauchte ich ein bisschen mehr als 2 Doppelkisten. Also ich habe ein bisschen mehr als 2 Doppelkisten gefarmt gehabt, das weiß ich. Aber so viel brauchte ich dann nicht. Ungefähr 2 Doppelkisten brauchte ich. So, jetzt sind wir hier. Das ist der Enchantment-Table aus der Base. Den habe ich erstmal mitgenommen. Noch ein Amboss und Grindstone hierhin platziert. Hier unten sind die Truhen. Die Schwerter werfe ich immer raus. Klar, automatisches Lagersystem ist auf jeden Fall noch incoming. Wenn wir mal hier hochgehen, hier ist das Teil. Dazu gibt es ja auch ein Tutorial. Wer das noch nicht gesehen hat, jetzt oben rechts einmal abchecken. Hier ein paar Schneebälle drin. Einmal mein Crafting Table hier hin platziert. Ja, so läuft das Ding auf jeden Fall. Kommen wir erstmal zu den Werkzeugen jetzt. Also Rüstung ist ja fertig und ihr seht, Schwert brauche ich auf jeden Fall noch mit Smite 4. Ich glaube 5 gibt es da nicht. Mal schauen. Auf jeden Fall, auf der Axt haben wir Efficiency 5 schon mal drauf. Liegt daran, dass ich die einmal kombiniert habe mit einer Axt, wo dann auch Silk Touch drauf war. Ich wollte eigentlich keinen Silk Touch auf der Axt, aber nehme ich jetzt einfach trotzdem mal mit. Und die zweite Pickaxe, also das ist die Pickaxe, die ich schon vorher hatte mit Fortune 3, Efficiency 4, Unbreaking und Mending. Und ich habe noch eine weitere, wie ihr seht. Da ist jetzt Silk Touch drauf. Beide noch Efficiency 4. Da muss ich noch gucken, dass ich Efficiency 5 drauf kriege. Und auf der Schaufel fehlt noch Unbreaking 3. Vielleicht habe ich Glück und ich kann eine Schaufel enchanten mit Efficiency 4 und Unbreaking 3. Wäre optimal. Braucht nur noch Mending drauf. Und dann fehlt eigentlich nur noch das Schwert. Was danach kommt, wäre halt nur noch das Netherite. Und dann wäre ich schon mal komplett OP mit Rüstung und so weiter und könnte dann den restlichen Stuff machen, was jetzt die Base angeht.
angeht. Denn da sind wir ja noch nicht wirklich weit. Denn da muss es ja auch noch weitergehen. Ich habe mir überlegt, nächste Folge werde ich dann eventuell die Verzauberungen machen. Also die kommen eventuell in die nächste Folge rein, weil nicht mehr wirklich viel fehlt. Das könnte ich dann reinnehmen. Immer Timelapse zwischendrin. Wie ihr seht, die Viecher kommen zu mir gerannt. Ich sammle die XP ein, ich enchante und so weiter. Zwischendrin dann immer Cuts, wie ich euch Upgrades gebe, Updates, was passiert ist halt. Und dann wäre das auf jeden Fall schon mal gegessen. Zusätzlich nächste Folge würde ich dann mal hergehen, die Villager-Etage bauen und anfangen, die Base auszuhöhlen. Also unter dem Wasser natürlich. Weil auf der Höhe, wo die Eisenfarm ist, will ich auf jeden Fall eine kleine Farming-Area bauen, wo dann die ganzen Farmen nebeneinander stehen. Da muss ich jetzt mal schauen. Auf jeden Fall ist das eine erfolgreiche Folge gewesen. Es ist sehr viel passiert. Jetzt gehe ich erstmal eben runter zu den Villagern, um zu gucken, welche Höhe das ist. Wir sind hier auf 45. Das heißt, wenn ich jetzt zur Eisenfarm runtergehe, da mache ich auf jeden Fall so, dass auf der Ebene, wo die Eisenfarm ist, die ganzen anderen Farmen auch noch herkommen. Höhe 35. Ich habe auch mal hier die ganzen Poppies rausgesammelt und kompostiert. Es geht auf jeden Fall viel ab. Ich würde auf jeden Fall sagen, mehr gibt es dann in der nächsten Folge. Links im Abspann könnt ihr euch jetzt auch einmal die Goldfarm ansehen. Für mich bleibt jetzt erstmal nur noch zu sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin und ciao Leute.